Was wir heute machen, ist ein bisschen einen Überblick bekommen, also die Mechanik zu verstehen, wie das Ganze mit den Finanzen, Akquise, Preise funktioniert. Jedes Einzelthema ist eigentlich ein Studium beziehungsweise ein längerer Workshop. Deswegen ist bei mir jetzt wichtig, dass wir heute die nötigen Tools und Methoden herausfinden, um für uns selber Klarheit zu haben, wie wir vorgehen, wenn wir unsere Aufträge etwas aufpolstern wollen, beziehungsweise was wichtig ist oder grundlegend in den Bereichen Selbstständigkeit, aber auch für kleinere Unternehmen. Um was geht es heute? Wir schauen uns an, wie Umsätze geplant werden. Oft haben wir das ja so, dass Vorsicht, Kunde kommt, beziehungsweise Netzwerke arbeiten, aber können wir ein bisschen mehr machen. Wir gucken uns ein bisschen also die Grundlagen der Preisgestaltung an, warum Rücklagen so wichtig sind und warum Rücklagen vor dem Vermögensaufbau kommt. Und bevor wir starten, ganz kurz zu mir. Ich bin typischer BWLer, habe bei Konzernen gearbeitet wie Siemens, Deutsche Bank, habe dann auch für den sogenannten Private Equity Fonds gearbeitet, also Firmenübernahmen gemacht, Unternehmen saniert, restrukturiert und dann wieder verkauft und habe auch ein paar Startups gegründet, beziehungsweise immer auf der kaufmännischen Ebene begleitet. Und die letzten 2 Jahre war ich selbstständig unterwegs und habe mich ein bisschen umorientiert, mehr so hin zum Trainer und Coach. Aber bin auch mal auch, also Unternehmensberater eher weniger, aber wirklich, also was ist psychologisch und mental dazu notwendig und welche Tools brauchen wir, um finanziell erfolgreich zu sein. Wie gesagt, ich bin heute Dozent und Trainer und ganz, ganz wichtig, und das ist auch einer der größten Fähigkeiten, die mir zugeschrieben werden, ist, dass wir Klarheit erhalten, weil Klarheit ist die Voraussetzung, um gute Entscheidungen zu treffen, und gute Entscheidungen sind jene, die unserem Ziel näher kommen. Los geht's. Das System ist relativ einfach. Also um Rücklagen zu bilden und diese für sich arbeiten zu lassen, ist simpel, aber nicht einfach. Und zwar Einkommen minus Kosten ist gleich Sparquote. Mag vielleicht ein paar Leute sagen, Mensch, das ist doch sowas von klipp und klar. Wieso machen wir das überhaupt? Das hat ein bisschen mehr Aussicht. Und zwar kommt aus der Sparquote können wir die Rücklagen ziehen, beziehungsweise das, was wir dann später als Vermögensaufbau aufbauen. Sobald die Rücklagen, die finanzielle Sicherheit, und das ist ganz wichtig, aufgefüllt ist, können wir uns um die Altersvorsorge kümmern, die typischerweise auch bei Freiberuflern ein großes Thema ist. Also die Sparquote wird anschließend investiert. Und das gesamte System, wenn wir ganz weit in der Vogelperspektive sind, Einkommen minus Kosten ist gleich Sparquote, und dadurch bilden wir unsere Rücklagen bzw. das Kapital, das wir investieren, wenn wir mal nicht mehr so arbeiten können oder wollen, für unser zukünftiges Ich. Das war's. Nein, natürlich nicht. Es sind ja noch ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Und zwar, Einkommen ist recht volatil, also schwankt. Kunden müssen akquiriert werden, also hier auch ein Ausführungszeichen. Nach meiner Erfahrung haben viele auch ein bisschen Angst vor dem Thema Preisverhandlungen oder Preise durchsetzen. Und natürlich können die Zahlungen von Kunden auch schleppend eingehen. Das zweite Feld ist bei den Kosten. Ich treffe immer sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich ihre Kosten kennen. Also Lebenshaltungskosten beziehungsweise Investitionskosten, was die alles ausgeben. Und das ist die Voraussetzung, die Klarheit und Kosten gegebenenfalls zu reduzieren. Hier ein ganz kurzes Beispiel. 50% der Bevölkerung in Deutschland sind noch bei ihrem Strom- und Grundversorger. Das bedeutet sehr hohe Stromkosten. Es wären ungefähr 10 Klicks, um das zu verändern, mehrere hundert Euro zu sparen. Trotzdem macht das keiner. Die Sparquote. Viele wissen nicht, wo wir anfangen, beziehungsweise wo dann das Potenzial dazu liegt. Und dahingehend auf die Rücklagen zu gehen, das heißt, was passiert bei Auftragsflauten? Da brauchen wir einfach einen Puffer, siehe momentan die wirtschaftlichen Herausforderungen. Aber vor allem auch, um sich selber in die Zukunft zu investieren, die Frage, die daraus resultiert, wo anfangen? Also, zusammengefasst, Einkommen, Kosten, Sparquote, Rücklage. Wenn wir diese 4 Komponenten vor uns visuell haben, haben wir schon eine halbe Miete, weil das ist die Basis, auf der wir aufbauen. Und fangen wir bei der Basis an, und zwar Einkommen, Kosten und Sparquote. Beim Einkommen ist es wichtig, wenn wir Klarheit haben möchten, also was ist der Ist-Zustand? Was haben wir momentan auf dem Konto, aber vor allem, was haben wir durchschnittlich in den letzten Jahren verdient? Das gibt uns ein gutes Gefühl über unsere Potenziale und wo wir etwas verändern können, gegebenenfalls. Dann, was ist der momentane Ist-Zustand? Also wie sehen die Auftragsbestände aus und wie sieht die Zukunft aus? Es mag etwas, mir fällt das Wort heretisch klingen, ja, also ketzerisch klingen, aber wir können unsere Umsätze relativ gut steuern.
Bei den Kosten ein einziges Ziel, sichtbar machen. Denn ein berühmter Managementphilosoph, Peter Drucker, hat immer mal gesagt, was wir nicht sehen können, können wir auch nicht steuern. Und wenn wir unsere Kosten nicht bewusst machen, ist es sehr schwer, da was zu verändern. Und das Ganze wieder nochmal aus der Vogelperspektive. Einkommen, was war, was ist, wie wollen wir mehr Werte generieren, Transparenz bei den Kosten, dann haben wir automatisch schon sowas wie eine Sparquote, beziehungsweise können sehen, wie wir das in die Rücklagen beziehungsweise in unsere Altersvorsorge stecken. Wie bauen wir ein adäquates System? Einkommen, Schritt Nummer eins, und zwar, ich kenne mein Einkommen nicht. Also wenn wir uns zum Beispiel fragen, okay, was hast du denn so, was verdienst du denn so im Durchschnitt, und wir das gegen die Durchschnittskosten halten können, da kommt meistens erstmal ein Fragezeichen. Und da ist es wichtig, dann einfach mal in die Vergangenheit zu gucken und sich zu fragen, okay, wie sah das Ganze denn auch wirklich aus? Was waren zum Beispiel das durchschnittliche Einkommen der letzten 24 Monate? Dadurch können wir einen sogenannten Regression zum Mittelwert beziehungsweise einen Medium Durchschnittswert herausrechnen. Und da haben wir dann plötzlich den gleichen Vorteil oder Nachteil wie Angestellte, die relativ genau wissen, was sie an Einkommen reinbringen. Das gibt uns ein Gefühl, A, wie die Zahlungsströme in der Vergangenheit waren, beziehungsweise auch B, wo unsere Kunden waren und wo wir einfach auch gut verdient haben. Wie machen wir das? Was ist das Tool? Auch sehr simpel. Also typischerweise, ich hoffe, jeder in der Gruppe hat inzwischen Online-Banking, und dort kann man einfach auf sein Konto klicken und dann einen sogenannten Download machen, ein CWS-Download, und das Ganze wird dann in einem Excel-Sheet oder Numbers heruntergeladen. Das ist relativ einfach, also auch wirklich sehr einfach zu erlernen, und dort werden dann die gesamten Einnahmen beziehungsweise auch Ausgaben angezeigt, und wenn wir dort einen Filter setzen, zum Beispiel letzten 24 Monate, nur die Einnahmen, dann sehen wir ja, was wir pro Monat an Umsätzen gemacht haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nur die letzten 6 Monate nehmen wir die letzten 6 Monate Einnahmen und geteilt durch 6, und dadurch erhalten wir einen durchschnittlichen Einnahmen über die letzten 6 Monate hinweg. Wir machen also einen Durchschnitt. Wir laden runter, filtern, und dadurch haben wir dann schon einen recht guten Überblick, was denn überhaupt in den letzten Monaten reingekommen ist. Und das ist so der erste Schritt, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, für die eigenen Finanzen und was wir quasi für unser Werteversprechen erhalten haben. Der nächste Schritt ist, ein Stück in die Zukunft zu gehen. Das haben wir in die Vergangenheit geguckt, und was ist denn heute los? Und Zukunft bedeutet, also was habe ich denn schon als Aufträge drinnen? Was ist mein sogenannter Auftragsbestand? Und was wird an Einkommen in den nächsten Monaten reinkommen? Und den schreiben wir bitte auch auf. Also idealerweise, das sind jetzt wirklich sehr, sehr einfache, sehr rudimentäre Tools, aber die geben einem sofort das Gefühl bzw. die Möglichkeit, ein bisschen besser zu planen mit den eigenen Finanzen. Und hier ein ganz einfaches Beispiel, Kunde ABC, was wir verkauft haben und wann der Zahlungseingang kommt. Den Zahlungseingang können wir sehr gut auf der Rechnung nachsehen. Und damit haben wir dann auch den gesamten Auftragsbestand, der in den nächsten Monaten reinkommt. Rein theoretisch können wir einfach auch nur über Auftragsbestände rechnen, indem wir sagen, okay, ich möchte dieses Jahr 40.000 Euro verdienen. Wie erreiche ich die Auftragsbestände? Also ein Blick auf das Unternehmen, das ich jetzt mit aufbaue, wir haben das Ziel, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, 1 Million Euro zu machen. Da haben wir aufgeteilt, 1 Million oder 1,2 Millionen geteilt durch 12, sind 100.000 Euro Umsatz pro Monat. Und nehmen wir mal an, wir sind jetzt richtig gut unterwegs und haben jetzt zum Stand mit 17. Februar 250.000 Euro an Auftragsbestand drinnen. Das heißt, hin zu unserem finanziellen Ziel haben wir, was Forderungen anbetrifft, schon mal was richtig Gutes in der Tasche. Das Geld ist nicht als Cash drinnen, sondern schwebt als Forderung irgendwo im Äther. Das heißt, die Leistung wird noch erfüllt oder die Leistung wird noch bezahlt. Wie können wir das Ganze also nochmal technisch abdecken? Und hier wieder Excel. Excel.
geht auch kostenlos über Google Excel, beziehungsweise wenn ihr einen Mac habt, auch über Numbers. Und hier einfach nur aufschreiben, Kunde ABCDEFG mit Datum und Zahlungseingang. Und wenn wir daraus die Summe bilden, haben wir dann den Auftragsbestand für dieses Jahr. Der nächste Schritt, kenne deine Kunden. Und zwar kommt jetzt so ein bisschen das hüpfende Komma und das, der hüpfende Punkt und das springende Komma. So, ich weiß nicht, wie viel ich in der Zukunft verdienen werde, weil, Menschen sind da draußen, ich bin in meinem Kopf. Was können wir da machen? Weil das ist ja immer ein recht großes Thema. Vor allem im deutschsprachigen Raum, bei den Angelsachsen ist das ein bisschen anders. Hier in Deutschland haben wir immer, also typischerweise hervorragende Dienstleister oder Menschen, die Produkte machen. Also wirklich Spitzenqualität in der Ausführung beziehungsweise auch in der Produktqualität. Wo wir hier in unserem Lande etwas Schwierigkeiten haben, ist beim Thema Verkaufen. Das ist auch ein Grund, wenn wir uns die letzten 20 bis 30 Jahre anschauen, warum die größten Unternehmen der Welt nichts anderes sind als Vermarktungs- und Verkaufsplattformen. Und das ist eine wichtige Realisation, weil Amazon jetzt auch das teuerste Unternehmen der Welt nichts anderes tut, als für andere verkaufen. Das gleiche gilt für Airbnb, verkauft Wohnungen für andere, Uber, verkauft Taxis für andere. Und so weiter und so fort. Also wir sehen, auf der Welt können viele Menschen gute Produkte bauen, bloß das mit dem Verkaufen ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn wir es schaffen, hier eine gewisse Kompetenz aufzubauen, sind wir ganz, 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 ganz klar im Vorteil. Wie machen wir das? Und das ist wirklich nur aus der Vogelperspektive und im Rahmen der 30 Minuten, die wir zusammen haben. Wir bauen einen sogenannten Sales Funnel oder Verkaufsfunnel. Verkaufstrichter. Was ist ein Verkaufstrichter? Gute Frage. Und zwar möchte ich dann mit der Beantwortung der Frage erstmal für alle, die jetzt zuschauen, einfach mal eine Frage stellen. Was ist Umsatz? Meine Bitte, falls ihr einen Stift habt oder einfach in den Chat reinschreiben würdet, weil mich würde das interessieren, bei wie vielen Leuten das präsent ist, wie sich der Umsatz kalkuliert. Dazu schweige ich einfach mal 10 Sekunden und mache dann gleich weiter. So, ich bin gespannt, wie viele Antworten gekommen sind. Vielleicht werden wir das nochmal nachher im Chat besprechen, weil diese Metrik im Kopf zu haben, ist wichtig. Umsatz ist gleich Preis mal Menge. Preis, relativ klar. Preise sind ein wichtiges Thema, weil um einen gewissen Umsatz zu erhalten, ist ein Preis ein sehr wichtiger Hebel. Nehmen wir mal an, wir haben 10 Stunden zu verkaufen und ob wir die für 10 Euro verkaufen, 10 mal 10 sind 100 Euro Umsatz, oder ob wir die 10 Stunden für 1.000 Euro verkaufen können, was wiederum ein Umsatz von 10.000 Euro sind, ist ein ganz anderes Thema. Beziehungsweise hier können wir sehen, wie groß der Hebel beim Preis ist. Wenn wir das auch auf größere Unternehmen ummünzen, dann ist der Preis eines Produktes mit Abstand der wichtigste Hebel, um den Gesamtumsatz des Unternehmens zu steigern. Nicht die Menge, auch nicht die Reduzierung der Kosten, sondern der Preis. Und dementsprechend ist es wichtig, für sich selber mal einzuschätzen, wie wird denn der Preis kalkuliert, beziehungsweise wie kalkulieren heute auch noch teilweise Unternehmenspreise. Und zwar werden die eigenen Kosten genommen, Basis von Stunden. Und hier hängt es halt ab, ob wir uns selber ausbeuten oder nicht. Und dann wird ein Aufschlag addiert, idealerweise. Also wenn wir in der Produktion sind, nehmen wir die Fertigungskosten, dann kommen Fertigungsaufschlagskosten, dann kommen nochmal Overheads etc. pp. Und damit gehen wir dann an den Markt. Bloß, interessiert es deinen Kunden, was deine Kosten sind? Und ich sage einfach mal ganz platt, nö. Vielleicht seid ihr da ein bisschen anders gestrickt als ich, aber als ich beim letzten Mal irgendwo ein Eis kaufen war oder jetzt irgendwas zum Essen eingekauft habe, habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, was die Kosten des Produzenten sind. Und bei der Menge an Gütern, die wir jeden Tag konsumieren, seien Service oder Produkte, wäre das auch eine ziemlich große Rechenkapazität für unser Gehirn.
Grundsätzlich können wir daraus schließen, dass es dem Kunden ziemlich wurscht ist, was unsere eigenen Kosten sind. Wenn wir über Preise sprechen, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, also Thema Verkaufen, auch bei der Preisgestaltung, dann kommt es darauf an, wie der vermittelte Wert ist und vor allem bei Dienstleistungen. Dienstleistungen sind an sich unvergleichbar. Ob ich jetzt hier dieses Seminar halte oder Katja oder sonst irgendjemand, das wird immer komplett anders wahrgenommen. Beziehungsweise auch das Wertempfinden dafür ist immer unterschiedlich. Und wenn wir verkaufen, dann hat der Preis sehr viel mit uns selber zu tun und wie wir den Wert vermitteln. Und der Wert liegt immer im Kopf unseres Gegenübers. Der größte Nutzen. Ist der vermittelte Wert niedriger als der Preis, nennen wir das teuer. Wer an den Wertevorstellungen adäquat arbeiten kann, beziehungsweise fassen kann, durch Zuhören, Reflektieren, Aufbauen, kann auch höhere Preise durchsetzen. Wenn wir uns nur das bewusst werden, dass der Mensch nur das macht, wovon er glaubt, dass es ihm nutzt, und je höher der vermittelte Nutzen ist, dann haben wir auch eine wesentlich bessere Möglichkeit, den vermittelten Nutzen an einen Preis zu hängen, der auch adäquat ist. Weil was fair und unfair ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Damit kommen wir wieder zur Gleichung, und zwar Umsatz ist gleich Preis mal Menge. Und die Menge ist bei Dienstleistungen auf jeden Fall begrenzt, natürlich auch bei der Produktion von Gütern, aber durch andere Faktoren. Wenn wir uns Dienstleistungen betrachten, dann haben wir immer nur, in Anführungszeichen, nur 24 Stunden am Tag. Davon arbeiten wir x Stunden. Das ist unsere Kapazitätsgrenze. Wie passt das Ganze jetzt irgendwie in dieses finanzielle System hinein, beziehungsweise die Anfangfolie? Und zwar haben wir gesagt, Umsatz ist gleich Preis mal Menge. Und die Sparquote ist der Umsatz minus den Kosten. Will heißen, wenn ich meinen Umsatz nicht kenne, beziehungsweise meine Umsatzplanung und meine Kosten auch nicht kenne, habe ich auch gar keine Ahnung, wie hoch meine Sparquote ist und kann daraufhin auch keine Rücklagen bilden, beziehungsweise für meine Zukunft investieren. Also in den eigenen Vermögensaufbau. Und das ist dann ziemlich haarig, wenn wir, ich sag mal, wirklich in ein Alter reinkommen, wo wir nicht mehr arbeiten können oder wollen. Deswegen macht es Sinn, sich jetzt schon darauf vorzubereiten. Alles klar. Aber wie komme ich jetzt an mehr Kunden? Wenn ich jetzt schon gelernt habe, dass der Wert entscheidend ist, dann können wir ja folgende Rechnung aufmachen. Ich bin Betriebswirt und da können wir in diesem Sinne, nehmen wir einfach mal an, ich mache 500 Euro pro Auftrag im Durchschnitt, was ich apropos auch ausrechnen kann auf Basis meiner Bankdaten. Hier das gleiche System, ich lade herunter, sage ein Kund. Also 10 Kunden haben mir unterschiedliche Umsätze gebracht. Was ist so der durchschnittliche Umsatz? In diesem Fallbeispiel nehmen wir 500 Euro pro Auftrag. Um einen Auftrag zu erhalten, brauchen wir 50 Kontakte mit potenziellen Kunden. Was bedeutet Kontakte? Kann sein anrufen, E-Mail, Werbung schalten, wie auch immer. Aber wir brauchen die Metrik, und das ist immer ganz wichtig, die Metrik, um herauszufinden, was darf ich heute tun, um einen Auftrag zu ergattern? Oder 2 oder 3 oder 4? Und hier kommen wir zur Absatz- und Umsatzplanung beziehungsweise zur Steuerung unseres Einkommens. Wir stellen uns die Frage, wie viele Kundenkontakte brauchen wir, um zum Beispiel 2.000 Euro Auftragsbestand zu produzieren? Nehmen wir mal an, nach 50 Telefonaten oder nach 50 E-Mails oder nach 50 LinkedIn oder nach 50 Facebook-Kontakten, wie auch immer, erhalten wir einen Kunden oder eine Kundin und die haben einen durchschnittlichen Wert von 500 Euro. Von hier aus ist das nur noch ein ganz einfacher Dreisatz. 4 Kunden, 2.000 Euro Einkommen. Um 4 Kunden zu erhalten, ist es wichtig, dass ich 200 Leute kontaktiere. 200 Kontakte, gleich 2.000 Euro. Und es mag jetzt ein bisschen profan klingen, aber am Ende
ist das wirklich, also wenn wir vom Verkaufen sprechen und sein eigenes Einkommen steuern, hat das extrem viel damit zu tun, wie sehr wir uns ins Zeug legen, um andere Menschen zu erreichen, damit sie überhaupt von uns erfahren. Es gibt auch eine tolle Geschichte von einem ganz jungen Banker, 24 Jahre lang damals in Kanada, der hat sich jeden Morgen eine Schüssel mit 100 Murmeln auf die linke Seite gestellt. Und am Ende des Tages waren die Murmeln alle auf der rechten Seite. Und jede Murmel war ein Telefonanruf bei einer Kundin, bei einem Kunden. Und dieser 24-jährige Banker war nach 2 Jahren der erfolgreichste Vertriebler und hat auch entsprechend die Vertriebsprovision eingeheimst. Voraussetzung natürlich ist, dass wir das emotional ertragen können, in den Kontakt zu gehen, weil die große Herausforderung ist, nicht den Telefonhörer abzunehmen oder mal eine E-Mail zu schreiben, sondern mit dem Gefühl der Ablehnung zurechtzukommen. Und das ist so das ganz große Thema. Die Mathematik dahinter, wie gesehen, ist ja auch relativ einfach. Also, wie bauen wir denn einen Sales Funnel? Ganz einfach. Wir haben ja eine Dienstleistung und können uns ausmalen, wer die potenziellen Kunden sind. Also wo macht das am meisten Sinn? Als Beispiel an mir, als Hobby trainiere ich Leute auch, als Nebentätigkeit trainiere ich Leute beim Thema Vermögensaufbau. Typischerweise, wenn ich auf einer Party bin und mich Leute fragen, was machst du denn? Dann frage ich immer, ja, also gute Frage, ich sorge dafür, dass du deine finanziellen Ziele erreichst durch Training XY. Dann kriege ich typischerweise 3 Antworten und ich habe herausgefunden im Laufe der Zeit, als damals noch Partys erlaubt waren oder Menschenansammlungen, dass ich pro Party 3 neue Kunden habe und das, wenn ich mit 10 Leuten spreche. Nehmen wir mal an, ein Kunde wäre 500 Euro, dann wäre ich pro Party mit 1500 Euro Umsatz rausgegangen. Und das hat sich als relativ stabile Metrik herauskristallisiert, auch wenn es nicht meine Absicht war, auf einer Party zu akquirieren, sondern eher Freude und Spaß zu haben, mal ein Bier zu trinken. Nichtsdestotrotz lasse ich mir diese Gelegenheit ja nicht entgehen. Also, wo sind die potenziellen Kunden? Da macht es Sinn, einfach mal eine Liste aufzumachen und alle Unternehmen, Personen und so weiter runterzuschreiben. Eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder eben über die sozialen Kontakte. Und dann kommt das Emotionale, Kontakt herstellen, anrufen über Mails, kontaktieren, wenn etwas Geld da ist, zum Beispiel geht es auch über Google Ads, wobei ich da jetzt nicht so der große Fan bin. Also es funktioniert, ja, ist ein anderes Thema, auch nochmal ein großes Feld. Und wenn wir dann in Kontakt hergestellt haben, geht es ins Verkaufsgespräch und damit dann auch in die Preisverhandlung. Und hier nochmal zur Wiederholung, das Wichtigste ist der besprochene Beziehungswert bzw. die Vorstellung des Kunden, nicht der Preis, den wir verlangen. Der ist sogar relativ sekundär. Warum das ist, können wir ja nochmal nachher besprechen. Schritt Nummer 3, messbar machen. Messbar, 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 messbar. Alles, was wir nicht sehen können, können wir nicht steuern. Heißt, wo sind meine Kunden? Aufschreiben. Wie hoch ist die Abschlussrate? Also wenn ich mit 100 Kunden telefoniere, habe ich zum Beispiel 5 Kundentermine per Zoom und von diesen 5 habe ich eine neue Kundin oder einen neuen Kunden und das können wir offline genauso wie online machen. In der heutigen Zeit ein bisschen mehr online, aber auch offline per Telefon. Es ist erschreckend, wie wenig Menschen andere Menschen anrufen. Ich glaube einfach, was die Technologien uns auch ein bisschen ängstlicher gemacht hat vor sozialen Kontakten, weil auch ganz wichtig, jedes Mal, wenn wir jemanden anschreiben, anrufen oder was auch immer, ist das höchste Ziel, dass wir den Menschen besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Ja, es geht in erster Linie darum, die Ziele, den Nutzen des anderen zu erkennen und zu gucken, wie wir als Dienstleister das erfüllen können oder jemanden in unserem Netzwerk kennen, der diesen Nutzen stiften kann für unsere Kunden. Voraussetzung ist, in den Kontakt zu kommen. Hier eine Zusammenfassung, also was war das Einkommen Vergangenheit, was ist so der Auftragsbestand und wie strukturiere ich meinen Sales Funnel? Und vor allem, also wenn wir das mit dem Verkaufen gut hinbekommen, also Leute anschreiben, wie viele und wie gut können wir sie also konvertieren für uns oder unser Netzwerk, dann haben wir im Grunde genommen kein Limit mehr nach oben. Also das einzige Limit ist einfach die Zeit, die wir am Tag haben, aber
typischerweise, also in der Selbstständigkeit, nach 2, 3 Jahren, wenn wir eine gute Arbeit gemacht haben, dann ist die Weiterempfehlungsrate auch proportional hoch, was auch ein wichtiges Thema ist, weil dann fällt das Akquirieren so ein bisschen weg, mit weniger, und wir sind mehr mit der Auftragserfüllung beschäftigt. Das ist auf jeden Fall sehr oft eine Erfahrung von mir gewesen, beziehungsweise auch von den Personen, die ich trainieren durfte. Kosten. Da machen wir das ganz simpel. Wenn wir keine Ahnung haben, was unsere Kosten sind, machen wir sie sichtbar. Und wie machen wir sie sichtbar? Wir nutzen ein Haushaltsbuch. Irgendeine Bundesbehörde hat festgestellt, dass nur aufgrund dessen, dass wir ein Haushaltsbuch nutzen, die durchschnittlichen Kosten einer Familie um 20% sinken. Was wir nicht sehen können, können wir nicht steuern. Alternativ können wir hier wieder bei der Bank einen Download machen, in Excel, schön einen Filter drüber setzen, und dann haben wir auch eine gute Sichtbarkeit. Und oder wir nutzen eine Budgetierungsmethode, da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten, wie wir die Kosten bewusst machen. Ja, und Sachen, die jetzt keinen großen Differentialwert haben, wie Strom, Banken etc., PP, Handy, DSL und so weiter, stark reduzieren können. Warum machen wir das? Um unsere Sparquote zu erhöhen. Das ist das große Ziel. Hier nochmal Vogelperspektive, Einkommen minus Kosten gleich Sparquote. Sparquote und Rücklagen kommt jetzt als nächstes. Dazu einfach nochmal ein übersichtliches Beispiel. Also was haben wir, wie bekommen wir mehr, was sind unsere Kosten? Und das ist dann unsere Sparrate. Beispiel, Durchschnittseinkommen der letzten Jahre 2000 Euro, 2500 Euro habe ich im Auftragsbestand, weil ich jetzt ganz konkret einen Sales Funnel oder einen Verkaufstrichter nutze, also jeden Tag zum Beispiel 20 Personen kontaktiere, um ein Treffen bitte, weiß ich, dass ich ungefähr 2000 Euro pro Monat mache. Meine momentanen Kosten, Lebenshaltungskosten mit allem drum und dran liegen bei 1900 Euro pro Monat. Ich kann, weil ich die Kosten sichtbar gemacht habe, die Kosten um 100 Euro reduzieren, was auch schon ein guter Betrag ist. Dadurch kann ich, also wenn wir jetzt das erste Beispiel nehmen, also Gesamtkosten sind 1.100 Euro, 2.000 Euro bekomme ich rein, 10% meiner Umsätze sparen, also in die Sparquote reinbringen. Grundsätzlich ist das ein sehr guter Richtwert, 10% seines Einkommens zur Seite legen. Das funktioniert natürlich nur, wenn das Einkommen höher ist als die Kosten. Dann ist aber die Frage, wie hoch sollten denn die Rücklagen sein? Also was brauche ich denn so als Indikator dafür, um sowas wie eine finanzielle Sicherheit zu haben? Schritt Nummer 1, hier nochmal, Kosten sichtbar machen. Was ist so der Verbrauch von mir, der Familie oder im Haushalt, in dem ich lebe? Zum Beispiel 2000 Euro im Monat. Schritt Nummer 2, es ist sinnvoll, mindestens drei Monate bis sechs Monate an finanziellen Puffer, will heißen Sicherheit zu haben, bevor wir in die Altersvorsorge investieren. Wenn wir Kosten von 2000 Euro haben, mal 3, das sind 6000 Euro, die dann einfach mal so rumliegen, idealerweise irgendwo auf dem Sparkonto, oder mal 6 Monate, das sind dann 12.000 Euro. Und das ist dann unsere finanzielle Sicherheit. Das ist die Rücklage, die wir haben für schlechte Zeiten. Deswegen Frage, wenn ich, sagen wir mal, eine Sparquote von 200 Euro im Monat habe, wie lange brauche ich für die finanzielle Sicherheit? Einfach mal, wenn wir uns das gedanklich vor Augen führen, wenn wir auch eine ganz einfache Rechnung machen, nehmen wir mal an, die finanzielle Sicherheit liegt bei 3 Monaten. Also 6.000 Euro geteilt durch 200 Euro, dann bräuchte ich in diesem Fall 30 Monate, also eine etwas längere Zeit, um nur meine Rücklagen aufzufüllen beziehungsweise einigermaßen eine finanzielle Sicherheit zu haben. Oh Schreck, oh je mini, das ist doch vielleicht auch etwas entmutigend, aber keine Sorge. Was können wir anders machen? Dafür sind wir ja da. Und dafür ist es genau deswegen so wichtig, immer bewusst zu machen, welche Mechaniken oder welche Metriken ich verwenden kann, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Hier wieder das Bild Umsatz. Wir können die Preise erhöhen.
Das ist dann, also hat sehr viel mit den inneren Werten zu tun, vor allem beim Dienstleistungsbereich. Und wir können die Menge erhöhen, also die Auslastung maximieren. Und wie machen wir das? Rhetorische Frage in die Runde. Ich hoffe, jetzt hat jeder gesagt, na klar, indem ich die Zahl der Kontakte pro Tag erhöhe. Das wäre eine Möglichkeit. Gleichzeitig die Kosten reduzieren, also den Umsatz erhöhen, Kosten reduzieren. Für 500 € kommen, brauchen wir nur noch ein Jahr, um die Rücklagen zu bilden, 3-monatige Rücklagen, beziehungsweise sowas wie eine finanzielle Sicherheit zu erreichen. Ist das Ziel erreicht nach 12 Monaten? Und das liegt dann typischerweise in eurer Hand, also wie viele Kontakte ihr pro Tag macht, können 500 € in die Altersvorsorge investiert werden. Und hier dann einfach nur mal so eine Überschlagsrechnung für den Vermögensaufbau. 500 € pro Monat investiert über 20 Jahre mit einer Rendite in Höhe von 5%. Und das ist, also nehmen wir das einfach mal als gegeben hin, ergibt ein Endvermögen nach 20 Jahren von 203.000 €. Das ist doch schon mal, mit dem Geld kann man so ein bisschen arbeiten. Wenn wir 500 € pro Monat auf 30 Jahre investieren, also um 10 Jahre erhöhen, je nachdem, wie viel Zeit uns heute noch so übrig bleibt, mit der gleichen Rendite, kommen wir schon auf 409.000 €. Und das ist doch auch sehr ermutigend, weil wir typischerweise als Freiberufler nicht auf die Rentenkasse, in die Rentenkasse einzahlen. Persönlich würde ich mich da auch nicht sehr darauf verlassen, dass wir da überhaupt jemals was zurückbekommen. Wenn wir uns jetzt nochmal in die Vogelperspektive gehen und uns einfach nochmal bewusst machen, dass wir das in der Hand haben mit den Finanzen. Und wir haben jetzt wirklich nur so ganz leicht oben angetippt, aber die einzelnen Mechaniken kennengelernt, dann wäre es doch sinnvoll, dass wir nach diesem Seminar uns mal aufschreiben, was kann ich heute tun, um mein Einkommen zu steuern, meine Kosten sichtbar zu machen, meine Sparquote herauszufinden und aktiv an meiner finanziellen Sicherheit bzw. meinen Rücklagen zu arbeiten. Da kommt dann eine Zahl heraus, ja, das ist dann also quasi eine Metrik, etwas zum Anspornen, ähnlich wie das Tacho beim Auto. Das ist ja auch eine Metrik, damit wir wissen, dass ob wir 20 km/h fahren oder 120, das ist schon wichtig. Und wenn wir dann die Rücklagen aufgebaut haben, wirklich für die eigene Zukunft investieren. Ich danke euch allen sehr herzlich und freue mich jetzt auf die Q&A. Ich bin Michael Katzmann.